Hallihallo und moinsen, herzlich willkommen, liebe Freunde, zur dritten Liga Preview Game Zuschauer Reaction oder im Deutsch Reaktion. Ich bin Onkel Dico und ich habe mal wieder vor kurzem ein Video rausgeballert. Das ist hier oben im Infokasten. Schaut euch das mal an. Es geht ein bisschen lange, aber das ist auch Tradition auf meinem Kanal, weil es nur einmal im Jahr kommt. Und da geht es darum, wie ich getippt habe, meine dritte Liga. Beziehungsweise nicht wie meine dritte Liga ist, sondern das ist ein Spiel, wo ich die Tabelle nicht sehen darf und muss die 38 Spieltage durchtippen. Und am Ende macht man dann so die Tabelle auf und ist so, das gibt's ja gar nicht. Das mache ich seit 7 Jahren, mit der dritten Liga seit 2 Jahren. Und viele Zuschauer finden dieses Spiel so geil, dass sie immer selber mitspielen. Und ich habe euch aufgefordert, wie jedes Jahr eigentlich, nur dieses Jahr machen wir mal was Special-mäßiges Neues. Und zwar, dass ihr natürlich eure Tabellen mir zusendet. Und die qualitativ guten Tabellen habe ich mir jetzt mal ein paar rausgepickt, sie selber noch kaum angeguckt. Ja, also zum Thema Reaction. Und wir schauen uns jetzt mal von so ein paar Zuschauern auf meinem Kanal, aus der Moinsen-Community sozusagen mal an. Ja, was die so getippt haben in dem Spiel, wird also, glaube ich, ganz lustig jetzt. Da ist einiges dabei. Lasst einen Daumen nach oben da für dieses Video, falls ihr Bock habt, sowas auch bei der zweiten Liga und Erstliga zu sehen. Und falls ihr das, wie gesagt, möchtet, dann schickt mir auf jeden Fall von der zweiten Liga auch demnächst mal eure Picks. Dann, wenn ich euch auffordere, ich bin schon dabei, mich zu informieren und bald tippe ich dann auch los. Lass uns loslegen, ich bin sehr gespannt. Und zwar unser erster Kandidat aus der Community ist Tiramisus. Falls die Namen hier falsch geschrieben sind, sorry. Kann passieren, weil ich habe einfach nur Copy-Paste und schieß mich tot abgeschrieben von den ganzen Sachen. Also, guck mal hier. Er, Kollege, sagt hier, Ingolstadt auf Platz 1, echt nicht unkorrekt, muss man sagen. Ist ja der große Favorit in dieser Saison. Halle auf Platz 2 ist auch nicht ganz so falsch. Braunschweig, Relegation, ich glaube, da hat kein Braunschweiger Bock drauf, diese Drecks-Relegation. Aber ist auch nicht so unrealistisch. Also bisher muss ich sagen, Platz 1 bis 5, auch 6. Also alles ist nicht so unrealistisch. Außer als Lautern-Fan erwarte ich von dir ein bisschen mehr, uns nach oben zu schieben. Wie viel brauchst du, YouTube-Money? Hau raus. So, 1860 München hat gestern schon 1:1 gegen Münster gespielt. Und da war so, ich habe das Spiel jetzt ehrlich gesagt nicht geguckt, weil ich habe gestreamt. Aber so, wie ich es mitbekommen habe, hatte München schon die Chance, auch die 3 Punkte zu holen. Also da bin ich mal sehr gespannt, ja. Also, er sagt auf Platz 10, muss ich sagen, ich glaube, viele Münchner Fans werden auch sagen, das ist ein netter Platz. Es gibt echt gespaltete Meinungen. Manche Löwen-Fans sagen, München wird um Abstiegskämpfen und manche sagen, oh, die sollte man nicht unterschätzen. Also, schauen wir mal. Bayern 2 auf Platz 16, also knapp kein Abstieg. Und Waldhof Mannheim packt auf Abstieg, das geht ja nicht. Ja? Grüße alle Lambertheimer. So, dann sagt er noch Groß Asbach und Zwickau und Chemnitz Abstieg. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, ich finde, die Tabelle ist ihm eigentlich gut gelungen, dass ich schon fast das Gefühl habe, er hat die Tabelle gar nicht abgedeckt. Ja, also die ist wirklich nicht schlecht, muss ich sagen. Kommen wir zum nächsten und das ist Kraft 12HS. Auch schon länger am Start jetzt auf meinem Kanal, also sehr auffällig auch in meinem Chat. Und der hat ebenfalls was rausgeballert, aber das ist richtig heftig. Das ist richtig heftig, also da müssen wir jetzt selber diskutieren. Uerdingen, Leute, mit 100 unbelievable fucking Punkten, 105 muss man richtig sagen, 105 Punkte, Uerdingen, ja wo sind wir denn hier gelandet, Kraft, bist du großer Uerdingen-Fan, obwohl Ingolstadt 97 Punkte, Duisburg 96 Punkte, Braunschweig 94 Punkte und Groß Asbach hat nur 15 Punkte. Also, bei allem Respekt, deine Positionierung deiner Mannschaften, ja, nicht ganz so unreal. Aber ich glaube, was hatte Osnabrück letzte Saison? 78 Punkte zum ersten Platz? Ich glaube, 78 Punkte, Leute, oder? Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber Fakt ist, über 80 Punkte, um die 80 Punkte mehr wird in der dritten Liga ein Top-Team nicht reißen können, weil das ist eine der krankesten Ligen, die ich persönlich kenne. Die haut nochmal richtig viel raus, ja.
Also da kannst du kein Team einschätzen. Viele sagen jetzt Ingolstadt Top-Team, am Ende steigen die Regionalliga ab. Sorry, liebe Schanzer, soll nicht böse gemeint sein. Aber versteht ihr, was ich einfach meine? Man weiß nie, ja? Paderborn-Fans zum Beispiel können davon Liedchen singen, ne? Zack, erste Liga, in die zweite Liga, in die dritte Liga. Eigentlich in die Regionalliga, bedanken sich ganz herzlich bei München. Und jetzt wieder zweite Liga und wieder erste Liga. Also ist, man kann das nicht einschätzen. Aber 105 Punkte ist schon krass, Leute, oder? Für Uerdingen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass Uerdingen nicht da oben so heftig mitmachen wird. Aber da bin ich mal sehr gespannt. Die Kickers werden nicht ganz so glücklich sein, dass die nur auf Platz 10 hier landen. Und die Bayern 2, ich weiß nicht, Leute. Bayern 2, meint ihr wirklich, dass sie so stark werden mit 8. Platz? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Klar, kein schlechtes Team. Aber die Bayern haben natürlich den Fokus auf deutschen Meistertitel, Champions League. Klar, Jugendförderung, klar, kein schlechtes Team. Aber halt sehr jung und haben halt auch nicht nur diese Ausgangslage oder diese Einstellung, sage ich mal, wie halt in Kaiserslautern, die müssen. Ja, also Bayern 2 hat ja null Druck sozusagen, erfolgreich sein zu müssen in der dritten Liga. Da geht es ja eigentlich nur um Jugendaufbau. Umso besser, desto genialer, ne? Also das ist jetzt mal meine Aussage. Und jetzt kommt natürlich der Oberknaller hier noch bei Kraft, und zwar Halle. Abstieg, Leute. Ich bin ja schon schlimm gewesen mit Halle bei meinem Spiel, aber bei ihm sogar 19. mit 17 Punkten, das ist ja noch kranker. Junge, alter Falter. Münster, wie gesagt, gestern 1-1 gespielt. Ich nehme das gerade auf nach dem Spiel und vor den Samstag nächsten Spiele der dritten Liga. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Es ist da so eine Spanne dazwischen. Deswegen weiß ich keine anderen Ergebnisse, weil es keine anderen Ergebnisse gibt. Wir kommen zu Dennis. Hier habe ich Gott sei Dank dran gedacht, dass sein Twitter-Tag ist Captain Balalu. So, das kommen nämlich noch zwei, die gleich, wo ich es vergessen habe, zu notieren. Und deswegen haben die einfach nur einen Namen. Das könnte also jeder sein gleich. So, und wir sehen, der hat das jetzt woanders getippt, aber ist ja shit egal, wo ihr das ganze Spielchen macht. Und ihr seht, 90 Punkte Ingolstadt. Ja, ich sag mal so, ne, ich hab's ja gerade schon erwähnt mit den 105 Punkten, bisschen krass. Also wenn Ingolstadt eine richtig, richtig kranke Saison erwischt, sind 90 Punkte möglich, aber ich glaube nicht dran. Also ich glaube, dass Ingolstadt schon Erster werden könnte, aber dann so mit 80, 79 Punkte kurz vor, vielleicht hier zum Beispiel Rostock, ist schon krass, Leute. 90 Punkte, guck mal hier, 84 Tore zu 30 Gegentore. Also es könnte eine leckere Saison für die Schanzer werden in dem Fall. Rostock Zweiter, das wäre mal krass, wieder Rostock in der zweiten Liga, oder? Dann ab wieder ins Ostseestadion, würde ich sagen. Magdeburg 3, ich bleibe der Meinung, dass Magdeburg überschätzt wird in dieser Saison. Klingt ein bisschen hart, ich weiß. Aber ich habe irgendwie, mein Bauchgefühl sagt mir, Aufstiegsfight bei Magdeburg nicht. Bin gespannt auf jeden Fall, wie es läuft. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Halle auf Platz 4 beim Dennis, 68 Punkte. Auch hier Bayern 2 auf den 6. Platz, Leute. Gibt's ja gar nicht. Mit 59 Punkten Kaiserslautern packt und Duisburg packt er sogar hinter Waldhof Mannheim auf Platz 12 und 13. Beziehungsweise er packt sie ja nicht, er hat ja gespielt. Denkt dran, die haben ja alle, wenn sie es richtig gespielt haben, ja nur einen Einfluss von 50% auf die Tabelle, weil man die Tabelle ja nicht angucken darf. Ne? Und das Krankeste, Leute, Uerdingen, Abstieg, Braunschweig wieder auf Platz 16. What ist hier los, bitte? Braunschweig muss schon wieder im Abstiegsfight, laut Dennis. Und Uerdingen ab in die Regionalliga, wo sind wir denn hier gelandet? Kranker Scheiß, Aufsteiger Chemnitz sogar auf Platz 9. What? Aber wenigstens, liebe Münster, hat hier einer mal euch besser eingeschätzt. Ja, auf Platz 7, weil bisher sehr, sehr viele, darunter auch ich, eben Münster so schlecht dastehen lassen. Wir kommen zum nächsten und das ist FBLP. Der müsste, glaube ich, auch über Twitter nur mich gefollowt haben. Ich kenne ihn jetzt so auf YouTube jetzt nicht so ganz, aber trotzdem. Und der ist ein Ehrenmann. Kaiserslautern, uff, der erste Platz. Richtiger Bitzebub. So, mit 79 Punkten. Ich sag mal so, ich habe ja schon in meinem Video gesagt, ich glaube nicht, dass Kaiserslautern Erster wird. Aber von den Punkten her ist der Brasco hier gar nicht mal so falsch. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ist gar nicht mal so falsch mit seinen 79, 76, 72, 72 Punkten. Obwohl München auf Platz 2 ist meines Erachtens noch unrealer als Lautern auf Platz 1. Aber ich sag mal so, wenn es so kommt, Alter, ich mache eine Sektflasche live auf, mache eine Malle-Party, besaufen uns im Stream, wenn das so passieren sollte, ich schwöre, Lautern und München aufsteigen, ich würde so feiern und am besten gleich beide direkt in die erste Liga, Münchner Derby und Lautern wieder auf Bitzeberg Bayern empfangen.
Alte Zeiten kommen bei mir wieder hoch. Ingolstadt, Relegation, sagt AFBLP. Relegation, ja, kommt drauf an, was für ein Gegner. Könnten sie ja vielleicht schaffen. Braunschweig hier 4, Halle 5. Also es ist gar nicht so unreal. Ich bin mir nicht sicher mit Lautern und München da oben. Das passt eigentlich. Und hier auch wieder, liebe Münster. Guck mal, Münster auf dem 17. Platz, Abstieg in die Regionalliga. Also es ist echt, viele denken, Münster wird diese Saison nicht so stark sein. Würzburg im Abstiegskampf. Oh, das wird den einen oder anderen meiner VIPs nicht gefallen. Ich habe ein paar Kicker-Fans am Start. Oha, oha. Und Bayern 2 vor Uerdingen. Ist vielleicht auch so ein kleiner interner Fight zwischen denen, ne? Bayern 2, Uerdingen, beziehungsweise Unterhaching. Unterhaching würde da hier in dem Fall so ein bisschen gewinnen. Wir gucken uns weiter an, nämlich Mettwurst, Leute. Ich weiß, dass er FC Augsburg-Fan, glaube ich, ist, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, es war richtig, ist ein VIP sogar auf meinem Kanal. Hier ist ein bisschen unscharf, die Tabelle, aber das passt schon noch. Und er sagt hier, Würzburg auf Platz 1. So sieht's aus, mit 88 Punkten. Auch wieder sehr, sehr viel, aber es geht noch, es ist an der Grenze gerade so, ne, mit 6 Niederlagen, es ist eigentlich eine ganz gute Bilanz, aber ich bin mir nicht sicher, Würzburg hat ja ziemlich gute Spieler verloren, aber darf man auch nicht unterschätzen, viele sagen, ne, vorne dabei, rein theoretisch, so von dem, was man so hört von Experten, müsste Würzburg auf jeden Fall vor Lautern am Ende stehen. Duisburg auf 2, 86 Punkte, Kaiserslautern auf 3, super, hab ich da Bock auf Relegation. So, Halle auf Platz 4, Rostock auf der 5 und Ingolstadt hier nur auf der 6. Das ist krass. Und Münster, Leute, bei Mettwurst auf dem 20. Platz als letzter. What the fuck is going on? Also, Münster-Fans werden mich, glaube ich, gleich alle deabonnieren, weil die Community ist alle gegen Münster hier. Und München auch wieder in die Regionalliga. Chemnitz schafft den Klassenerhalt nicht als Aufsteiger. Jena runter, Junge. So, Meppen-Graz, so den Klassenerhalt gepackt. Uerdingen auch hier hinter Bayern München 2. Was denn hier los, Leute? Ganz ehrlich, und auch hier ist Unterhaching vor Bayern 2 in diesem bayerischen Duell. Geh. So, also Mettwurst haut das mal so raus. Dann haben wir Markus, der kommt von Twitter und da habe ich leider den Tag-Namen vergessen. Sonst könnte, jetzt weiß man gar nicht, welcher Markus das ist. Also jeder Markus darf sich jetzt angesprochen fühlen. So, und er sagt 79 Punkte, Ingolstadt auf Platz 1, auch nicht so unreal. Halle auf 2 mit 76 Punkten, Braunschweig auf 3 mit 70 Punkten, Magdeburg auf 4 mit 62 Punkten. Also ich sag mal so, es kann wirklich so werden. Waldhof Mannheim auf 5. Richtig nice. Also für alle, die jetzt erst reinschalten und denken, hä, er ist Lautern-Fan und feiert Waldhof Mannheim. Wie gesagt, ich bin groß, also groß geworden bin ich in vielen Orten, aber meine erste Lebenszeit, bis ich 10, 11 war, habe ich komplett in Lambertheim gelebt. Mein großer Bruder, der ich, was wir alles erlebt haben in dieser Zeit. Lambertheim, lecker. So, und das ist die Nachbarstadt von Waldhof Mannheim, deswegen habe ich schon immer Sympathiepunkte für Mannheim gehabt und ich bin einfach auch nicht so der Fan von Haten anderer Vereine, also zumindest so rivalitätsmäßig. Klar gibt es so Vereine, die ich auch nicht so feiere, die mich irgendwie nerven und so, aber so dieses, ich muss jetzt einen umhauen oder zerschlagen, weil er zu Waldhof Mannheim gehört, finde ich einfach nur lächerlich und eine 0815 Lebenseinstellung. So, und Würzburg auch zwischen Kaiserslautern, aber München auch vor Lautern. Mensch, und Zwickau 6. Also ich habe ja Zwickau sehr, sehr schwach eingeschätzt, wo ich schon wieder Ärger gekriegt habe von euch, verständlicherweise. Hier gibt es einige aus der Community, die sagen, Zwickau stark. Aber auch hier, Leute, Münster wieder Abstiegsrang. What the fuck? Rostock nur 15. Bayern 2 wird letzter, laut Markus. Und dann haben wir Marvinho hier am Start. Ebenfalls von Twitter haben ja alle geschickt. Das Twitter und die Bilder so zu schicken, ist für mich eh das Beste, um für euch Videos zu machen. Nur mal so nebenbei. Vielen Dank dafür. Deswegen gab ein paar Posts, die ich nicht übernehmen konnte, weil die Qualität zu schlecht war. Duisburg hier aufgestiegen mit 73 Punkten. Ey, die Punkte sind hier ziemlich realistisch, meiner Meinung nach. Vielleicht könnte Groß-Asbach und Meppen und Köln vielleicht ein bisschen mehr Punkte noch haben, weil das ist krass gewesen letzte Saison. Und Duisburg und München steigen laut Marvinho auf. Das wäre richtig krass. Braunschweig auf dem Relegationsplatz. Auch da ist Braunschweig nicht der größte Fan von. Halle auf Platz 4, Würzburg auf 5 und Lautern hier nur auf 6. Aber eigentlich ist 6 ziemlich realistischer Platz, meiner Meinung nach. Zwickau auf 7, Ingolstadt auf der 8, Magdeburg auf der 9. Bayern 2 gewinnt hier gegenüber Unterhaching. Ja? Hier gibt es einen, der sagt Bayern 2 vor Unterhaching. Münster auf 13 ist ungefähr so derselbe Stand wie letztes Jahr. Ne?
Rostock nur auf 14, Uerdingen auf 15, Waldhof Graz so Klassenerhalt. Okay, okay, interessant von Marvinho, muss man schon sagen. Jetzt kommen wir zu Pascal Korte. Ich glaube nicht, dass man ihn so ausspricht, aber ich mache das mal so. Er sagt Rostock mit 78 Punkten, Aufstieg in die zweite Liga, genauso wie Braunschweig. Auch hier muss ich sagen, Punkte sehr realistisch. Rostock Erster. Ich würde mal sagen, kann man ruhig erwarten, jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber es ist nicht unlogisch, also es ist nicht unrealistisch, dass ein Hansa Rostock doch einen guten Saisonstart erwischt, dadurch den Push bekommt, da oben mitzumachen. Also Rostock, sagen auch viele Experten, sollte man wirklich auf der Uhr haben. Eigentlich sagt man auf den Zettel, aber ist egal. So, Braunschweig auf Platz 2, Ingolstadt auf der 3, Magdeburg auf 4 und Kaiserslautern verfehlt hier. Oh, was hier? Das sind ja 13 Punkte Abstand auf dem dritten Platz. Okay, ist auch nicht so unreal vom Verhältnis zum letzten Jahr. Aber vor München, gut, wir sind Freunde, ist egal, ob München vor uns oder hinter uns ist. Wenn wir nicht aufsteigen, bringt uns und können wir damit uns eh nichts kaufen. Und auch hier, Leute, Münster wieder abgestiegen. Das gibt's doch gar nicht. Auch hier Münster wieder Feierabend. So, gibt's doch gar nicht. Bayern München, Jena und Chemnitz, zwei Aufsteiger gehen wieder runter. Jena, bin ich ja mal sehr gespannt, wie Jena spielen wird in dieser Saison, weil viele ja einschätzen, die werden auch Abstiegskampf machen. Auch ich habe gesagt, Abstieg, Abstiegskampf. Also bin ich mal gespannt. Halle und Uerdingen hier nur auf 14 oder 15 beim Pascal. Alles klar, es läuft bei dem Kollegen. Jetzt kommen wir zu Rogue Devil, Leute. Einer meiner besten Investoren überhaupt, was der schon in den letzten 2,5 Jahren und so gespendet hat. Größte Maschine und ich weiß, er ist ein Kicker-Fan, ein Würzburger Kicker-Fan. Ich grüße dich ganz herzlich, Rogue. Und er hat das Spiel so beendet, dass Halle Erster wird mit 82 Punkten. Braunschweig auf Platz 2 mit 79 Punkten und die Kickers, also seine Kickers auf dem Relegationsplatz, da sieht man, Ehrenmann, er hat das richtig gemacht, ich habe dieses Jahr nicht so gezeigt, dass ich Ehrenmann bin, Achtung, Spoiler-Alert, aber es ist auch das erste Mal, dass ich ehrlich gesagt Lautern auf Platz 1 gepackt habe, beziehungsweise ich nicht gepackt habe, ich glaube nicht dran, dass Lautern Erster oder Zweiter wird, das Spiel war so und ich war auch sehr überrascht. So, Rostock auf Platz 4, Kaiserslautern auf der 5, ist gar nicht mal so falsch vom Rogi, so sieht's aus, Ingolstadt auf der 6, da ist er sich wohl in der Meinung, dass sie nicht so gut sein werden, wie die Experten sagen. Uerdingen auf der 7, München auf der 8 und Haching gewinnt hier das bayerische Duell gegen Bayern 2, ja, 10 und 11. Und wo ist hier Münster? Münster auf 9, also Rogue könnt ihr ruhig feiern, der ist ein bisschen ordentlicher, der Boob, gell? Abstieg weit auf Mannheim? Nee. Bitte VIP löschen, Rogue, geht gar nicht. Nein, Spaß beiseite. Magdeburg, Groß-Asbach und Zwickau auch hier ganz weit unten, so wie ich es gesagt habe. Oh, krass, dass er Zwickau auch so einschätzt, obwohl Zwickauer werden gleich sagen, habt ihr aber Vogel. So, krass, lieber Rogue, heftig. Duisburg auch nur auf Platz 12 als Absteiger der zweiten Liga. Jetzt haben wir Timo, der kommt von Twitter, auch hier habe ich vergessen, den Tag-Namen reinzuballern. Das mache ich beim nächsten Mal, zweite Liga oder so, das auf jeden Fall nicht mehr verpeile. Ingolstadt mit 85 Punkten auf Platz 1, Halle auf 2, Braunschweig auf der 3. Also viele sagen auch Braunschweig Richtung Relegation. Ich weiß nicht, Braunschweiger können ja unter die Kommentare mal ballern, ob sie so begrüßen, lieber Relegation als gar nichts. Oder sagen, oh, okay, Bock drauf. Rostock auf der 4, Lautern auf der 5. Ihr seht's also, auch meine Meinung ist Lautern zwischen 4 und 6. Und sehr, sehr viele, die hier ihre Tabellen abgegeben haben, sagen auch Lautern zwischen 5 und 7. Ist ein realistischer Platz, muss ich sagen. Ich hoffe und bete aber als Lautern-Fan, dass es einfach eine bessere Saison wird. Weil ich glaube, so ein Verein wie Lautern kann nicht lange dritte Liga bleiben und halten. Entweder kackst du dann komplett ab, Insolvenz, und dann ist Feierabend und dann wird er vergessen, der Verein. Oder du kommst da oben und es läuft wieder. Aber ich glaube, es ist kein Verein auf Dauer dritte Liga. Und da gibt es auch einige Favoriten, die da mit reingehören in das Boot. Uerdingen auf Platz 7 mit 61 Punkten. Magdeburg nur auf Platz 8 mit 60 Punkten. Und die Bayern 2 steigen hier ab mit Groß-Asbach, Köln und Jena. Also Bayern 2 verliert hier auch das bayerische Duell, ist zu sorgen. Geh! Und Waldhof Mannheim auf Platz 15, 18 als München hinter Münster. Also hier ist einer wieder großzügig und Würzburg nur auf Platz 10. Okay, aber es ist nicht ganz so unrealistisch, die Tabelle, ne? Also muss man schon mal sagen. Ja, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich auf ein paar Ergebnisse reagiert habe. Oder was heißt auf ein paar Tabellen. Wenn ihr das Ganze toll fandet, dann lasst einen Daumen nach oben da. Dann machen wir das auch sehr, sehr gerne zum zweiten Liga-Start wieder. Irgendwann, oder vielleicht ist es sogar schon, kommt auch mein Prognosevideo zur zweiten Liga. Und kurz oder während des DFB-Pokals kommt ja schon das mit der Bundesliga. Denkt dran, beim Bundesliga-Regel vor dem DFB-Pokal das Tippspiel zu machen. Weil wenn zum Beispiel, sagen wir mal, Bremen rausfliegt gegen das Team, das ja, ne ihr wisst ja schon, ich habe den Namen gerade vergessen, aber da gibt es ja dieses um die Ecke Spiel sozusagen im Weserstadion.
Und wenn da Bremen verliert, dann denken viele gleich im Kopf, oh, Bremen wird eine scheiß Saison spielen, das ist doof. Deswegen vor dem DFB-Pokal das Spielchen machen, ganz wichtig. Ich verabschiede mich, lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, Tschüss.